Ja, und der Crassus wollte hier gerade schön zu 1 oder zu 2 nehmen ins Fenster, aber kam da nicht zu. Ah, immer noch die zwei Flaggen, die geben sie nicht her erstmal, die German Soldiers. Ja, hier haben wir das Duell mal von der anderen Seite, Koblatt gegen Rommel. Jetzt hat es wieder Koblatt für sich entschieden. Ist hier an der zweiten Flagge der Axis und geht jetzt ins Haus und nimmt die K98 auf, die Light. Hat noch 5 HP. Ja, deshalb ist die K98 vielleicht auch ein Stückchen besser, weil wenn er trifft, ist eigentlich der Gegner meistens tot. Ansonsten würde er Gefahr laufen, dann doch noch einen Schuss vielleicht einzustecken. Ja, genau. Hat er daneben geschossen? Ja, gut. Wenn er daneben schießt, ist es natürlich genauso fatal. Ja, es ist jetzt hier ein bisschen dunkel. Ich denke mal, als Spieler hat man es normalerweise ein bisschen heller, ne? Damit man auch in den Ecken was erkennt. Der KNM hat hier gerade 3 Leute erlöst, also ganz schön, und geht jetzt hier auch weiter durch. Man kann die Helligkeit im Spiel erhöhen. Ja. Also durch externe Tools oder zum Beispiel. Ich hatte vorhin CRT, habe jetzt einen TFT, der ist, ich glaube, doppelt so hell. Ja. Und dann ist die Dunkelheit auch nicht mehr das Problem eigentlich. In-game kann man auch noch die Gamma hochstellen, also das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, ja, der Esco ist hier auf der Achsenseite in der Tür unten und hat jetzt zielt eigentlich in die falsche Richtung, weil die Axis ja hinter ihm rauskommen. Also jetzt kann er die Flagge nicht holen, da wird die letzte geholt, das wird der Full Cap, glaube ich. Ja. Da war er zu weit weg und konnte da nicht mehr hin. Haben sie es doch geschafft. Und nach dem guten Start von GS, muss ich sagen, also hatte ich gedacht, die packen es vielleicht mit dem Full Cap, aber die haben doch gut verteidigt, die Jungs von Fresh. Haben sich ganz schön in die Defensive drängen lassen dann am Ende. Stand eigentlich nur noch unten, kam gar nicht mehr so richtig raus. Nicht mal zur mittleren Flagge kamen sie, aber immer nur noch mit einem. Und das reicht dann natürlich nicht. Aber schauen wir mal, vielleicht wird es ja jetzt auch schön gemacht. Oh, sehr schön. Sehr schöner Schuss. Ja, das ist eine der typischen Sniper-Posis auf der Map. Oh. Wurde allerdings jetzt vom Crassus erlöst. Wurde er gesehen, aber und dann war es klar. Wartet er nur. 4 Leute vom Gegner sind down. Und die GS-Leute cappen allerdings immer noch nicht. Jetzt versuchen sie es. Ja, er deckt hinten ab. Sehr gut gemacht. Und jetzt haben sie auch die Mitte. Ja, und jetzt geht es eigentlich erstmal darum, Mitte halten und versuchen, die Leute rauszunehmen. Und wenn einige gefallen sind, dann versuchen auch zu 1 vorzupushen, beziehungsweise zu 2. Und der Raptor geht direkt weiter. Kommt einfach mal von oben. Hat er nicht damit gerechnet. Jetzt ist er hier im Treppenhaus. Also wenn er ganz oben da durchgehen würde, wäre er auch schon fast im Spawn. Mhm. Könnte da eigentlich gut abcampen. Aber er erwartet wohl hier jetzt einen Spieler. Ah, Mitte wird zurückgeholt. Nein, gerade auch so ab. Sehr, das war schön. Sehr knapp. Sehr schön vom Rommel. Er macht hier, glaube ich, einen Ninja, so einen halben. Also wartet, bis sie sich sicher fühlen. Aber jetzt ist schon die letzte schon. Flagge. Ja. So, hier links ist schon der Spawn und da haben sie es geschafft. Sehr stark gemacht. Wie schnell ging das denn, ja? Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Aber ja, so schnell kann es gehen, jetzt steht es 1-1 schon wieder. Ja, genau. Also sie haben das gut gemacht, die haben die Mitte halt gecappt, abgewartet, genug Leute rausgenommen, beziehungsweise sogar den Gegner erstmal gelockt, selber die Mitte zu nehmen, und da wurden die halt im Team erlöst und dann ist auch der Full Cap ganz schnell. Also das geht, das kann schnell gehen auf der Map. Ich schau mal, was Fresh dem jetzt entgegenzusetzen hat. Raptor hatte nicht ganz viel Glück wie beim letzten Mal, wo er noch mit 70 HP am Ende rumlief, hatte, glaube ich, eine Granate ein bisschen abbekommen. Ja, und da kommt noch der Schuss. Und der Blythe hier, 2 schöne Kills. Koblatt auch mit 2 Kills, mit einem Kill. Werden aber hier abgeblockt. Sehr schön vom Bela. Das heißt, sie werden die Mitte nicht cappen können, die Fresh-Leute. Ja, jetzt geht GS selber wieder in die Mitte und. Ja, nee, doch nicht. Die gehen weiter vor und campen die Leute ab. Ja, das war sehr unglücklich. Switchen wir mal wieder zu den Fresh-Leuten. Die versuchen es jetzt selber, die Mitte zu cappen. Werden das auch schaffen? Schöner Fall von Crassus. Sehr schön, ja. Ja, entweder er trifft oder der Cap wird unterbrochen. Hat er also sehr gut gemacht. Oh, da war er nicht schnell genug. Hat er gesehen, aber schon vorher gefallen dann. Ja, jetzt sind wir wieder in der linken, auf der linken Flanke durch diesen Gebäudekomplex. Hier ist auch ein Spawn-Ausgang der Allies. Hat er eben geschossen. Das war nicht gut. Aber jetzt haben wir einen schönen Frag. Ja, und der Koblatt war direkt um die Ecke und hat den supported. Ja, heftiger Schlagabtausch jetzt hier. Obwohl es nicht ganz so schnell ging. Also diesmal schauen wir mal, ob
GS es vielleicht jetzt auch schaffen kann, obwohl sie am Anfang nicht gleich alles geholt haben, nochmal zurückzukommen und den zweiten Full Cap zu machen. Weil genauso sah es ja auch beim ersten Full Cap lange Zeit aus, bis dann letztendlich Fresh and Tide sich einfach mal zu den letzten beiden.